Hallo Moskitos, wir kennen uns schon. Mein Name ist Florian Spölleken. 28 Jahre gebürtiger Dienstlakener. Und nach 5 Jahren komme ich zurück an den Essener Westbahnhof. Ja, sonnige Grüße und ein herzliches Willkommen hier aus dem Wedauer Sportpark, direkt an der Regattabahn. Heute sind wir zum Auswärtsinterview ausgeflogen und nur einen Steinwurf von seiner alten Wirkungsstätte entfernt sitzt jetzt mein Gast, der Florian Spölleken. Hallo Florian. Hallo. Wir begrüßen dich ja jetzt als neuen Spieler, als Verteidiger in der nächsten Saison im Team der Moskitos. Du warst ja schon bei uns 2010 bis 2012 in der Jugend und in der ersten Mannschaft 2012 bis 2015. Was gibt's da für Erinnerungen an die Zeit bei den Moskitos? Oh, da gibt es ziemlich viele Erinnerungen. Das jetzt alles zu erzählen, wäre halt ziemlich lang. Allgemein habe ich den Nachwuchsbereich da, war eine ziemlich erfolgreiche Zeit mit dem Jurus Krummitsch damals noch als Trainer und eine Zeit, die halt extrem viel Spaß gemacht hat und im Herrenbereich, wo ich dann die ersten Schritte quasi in den Herrenbereich reingemacht habe, war auch in Essen und war ich halt überglücklich drüber, dass ich da den Schritt machen durfte, in den mehr oder weniger Profibereich reinzugehen. Und ja, da waren dann so 1-2 Jahre, die mal hoch, mal runter gingen und alles in allem aber eine super Zeit und mit super Mannschaften und super Umfeld, weshalb ich mich dazu entschieden habe, halt wieder zurückzukommen. Du bist ja danach direkt nach Hannover gegangen, hast da auch Erfahrung gesammelt. Wo war der Unterschied zwischen Hannover und Essen? Du warst bei den Scorpions? Ja, genau. Also der Unterschied ist halt, ich war zum damaligen Zeitpunkt 22 Jahre alt, habe meine Ausbildung abgeschlossen und war halt ganz froh, endlich mal was anderes, also nicht endlich mal was anderes zu sehen, sondern mal was anderes zu sehen, mal einen anderen Vergleich zu haben. Und der Unterschied, ja, ein anderes Umfeld. Aber da ich halt in Essen aufgewachsen bin, beziehungsweise in Essen groß geworden bin, auch was das Eishockey angeht, war halt Essen immer so mehr meine Heimat. Jetzt bist du die letzten 2 Jahre hier direkt hier Steinwurf entfernt von der alten Scania oder wie hieß die Arena jetzt letzte Saison? Yumitsu Arena. Yumitsu Arena entfernt, also so praktisch 100 Meter Luftlinie. Die Füchse Duisburg, also deine letzte Heimat. Wie ist der Kontakt jetzt wieder zustande gekommen zu den Moskitos Essen? Also der Kontakt ist nach Essen nie abgebrochen. Ich habe immer einen leichten Kontakt nach Essen gehabt. Immer mit den Leuten, die im Umfeld was zu tun haben mit Essen. Viele Freunde, die in Essen wohnen. Und deshalb ist der Kontakt nie abgebrochen. Aber im Endeffekt hat der Frankie mich nochmal angerufen und mit dem Thomas Pöttcher habe ich nochmal ein bisschen gequatscht. Sind Leute, die mir bekannt sind und die mir halt gut vertraut sind. Und ich denke, viele Leute wissen, was die beiden schon auf die Beine gestellt hat. Der Thomas jetzt bei den Rockets und der Frankie jetzt zuletzt in Limburg oder halt in Herne, was der auf die Beine gestellt hat. Da ist das Fundament von ihm gelegt worden. Und das ist so einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, wieder nach Essen zu gehen, um mit den beiden zu arbeiten, weil die halt erfolgreich arbeiten können, was man so weiß. Wie lange hast du jetzt zunächst unterschrieben bei uns? Für ein Jahr. Für ein Jahr. Mit einer Option, um erstmal gucken, wie es läuft, ne? Ja, das ist halt immer eine Option, ne? Also. Schauen wir mal, wir freuen uns erstmal. Ich habe ja die letzten Tage ein Interview mit einem alten Mannschaftskameraden von dir gehabt, mit dem André Hübscher. Und der hat mir dann auch gesteckt, als ich ihm erzählt habe, hör mal, der Florian Spölleken kommt auch an den Westbahnhof, der hat sich gefreut. Freust du dich auch ein bisschen, den André wieder zu sehen? Ja, definitiv. Also wir haben uns jetzt ein Jahr weniger gesehen, aber mit André war eine super Zeit in Duisburg, ist ein super Teamplayer und ein wichtiger Spieler fürs Team, im Team, auf dem Eis und halt wirklich in der Kabine, weil es ein super Typ ist. Also ich freue mich. Schöne Grüße an André. Hört er bestimmt selber, guckt sich das Interview an. Sag mal, das Thema hängt einem ja schon fast, sag ich mal, ja, wirklich zum Halse raus, ist ja schon breit getreten worden, Corona. Sprechen wir jetzt aber trotzdem mal kurz drüber, da du ja auch jetzt Erfahrung hast mit den Derbys in Duisburg letztes Jahr, gegen die Moskitos, gegen Herne. Kann man sich überhaupt Geisterspiele im Entferntesten vorstellen, in der Oberliga, jetzt unabhängig vom finanziellen Aspekt, aber es ist doch ein Motivations- und Stimmungskiller, oder wie denkst du darüber? Ja, definitiv. Ich meine, letzten Endes
man will immer beim Spiel gewinnen, egal welches Spiel es ist. Aber trotzdem, die Fans tragen einen großen Teil dazu bei. Und gerade solche Spiele, Derbys, sind halt von den Emotionen geprägt, wo die Fans halt mit dazugehören. Und das ist es eigentlich, warum man Eishockey spielt, was am meisten Spaß macht. Und dementsprechend kann man sich das schwer vorstellen und beziehungsweise eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas stattfinden wird. Absolut. Ne? Wie hältst du dich denn jetzt in der Pause aktuell fit? Mit Studio geht ja auch nicht, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen die letzten Tage mit anderen Spielern. Läufst du hier an der Weder? Ja, sowohl als auch. Also ich halte mich sowohl im kleinen Fitnessstudio, was ich zu Hause aufgebaut habe, fit. Lauf hier an der Weder, bin ich viel unterwegs. Heute Morgen war ich beispielsweise am Tetraeder und habe da die Treppen so ein bisschen bearbeitet und bin da relativ kreativ, was das Ganze angeht. In Essen am Baldeneysee mal mit den Inlinern unterwegs und bin da ziemlich vielfältig unterwegs. Da haben wir ja im Ruhrgebiet tatsächlich mehr Möglichkeiten, als mancher denken mag. Ja, Florian, Umzug steht auch noch an bei dir. Jetzt in Kürze, schon bald oder erst zum Beginn der neuen Saison? Ja, ich denke, im Juli wird es dann Richtung Essen wieder gehen und dann mal gucken, wann die Wohnung fertig ist und so weiter. Aber ich denke, das wird dann so im Juli haben wir angepeilt, da den Umzug dann zu machen. Okay, ja, super. Freue ich mich. Erstmal vielen Dank, dass auch du dir die Zeit genommen hast. Jetzt erinnern sich einige Fans wieder an dich, freuen sich, dass du wiederkommst. Und ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Zeit bei uns, bei den Moskitos. Viel Erfolg, bleib gesund und wir hören uns und sehen uns. Danke, Florian Spelleken. Danke auch.